Ja, wir sind hier gerade an einem kleinen See und haben Spraydosen gekauft. Ja, und wir sitzen hier gerade auf unseren Skateboards. Wahrscheinlich kaufen wir uns jetzt noch Eis. Ja. Und ansonsten ist es sehr warm. Ich habe sogar eine kurze Hose an. Und wir haben eben unsere erste Podcast-Folge aufgenommen. Infos dazu findet ihr wahrscheinlich jetzt schon in der Beschreibung. Hallo! Die sind voll nah! Die haben schöne Schuhe, oder? Guckt euch das an, sorry dazu. Kommt gleich. So Leute, jetzt nochmal kurz die Story. Also, einmal das mit dem Board. Ich stand da oben und ich hatte halt das Board von Johanna in der Hand, weil die ja eben hingefallen ist. Und bin an meinem gefahren und dann habe ich halt meins sozusagen so nach vorne mit so einem Schwung gerollt, weil ich wollte, dass das halt runterrollt, ohne dass ich da die ganze Zeit schieben muss. Es ist bergab, es ist Wiese und Adrian lässt es einfach rollen und hier ist der See. Und dann ist Johanna so losgerannt, hat so das Wasser fallen gelassen und meinte so, Adrian! Und dann hat sie so das, also dann war das Board kurz im Wasser und hat sich direkt rausgeholt, aber es war halt jetzt einmal komplett durchnässt. Da liegt es jetzt, es geht eigentlich, also es ist ziemlich schnell getrocknet, real talk. Das Grip ist schon wieder irgendwie ganz trocken eigentlich. Ja, Rollen muss ich halt nur ein bisschen säubern. Ja, wie das kam, also wir sind eben da so runtergefahren, bei so einer Unterführung. Adrian ist halt vorgefahren, ich habe ein bisschen Abstand gehalten, weil mit dem Longboard bin ich ja schneller als mit dem normalen Skateboard. Genau das war das Problem, ich war dann halt voll schnell durch diese Abfahrt sozusagen. Und Abfahrt! Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass ich voll schwanke. Und dann wollte ich halt absteigen, beziehungsweise abspringen, wie ich es sonst auch gemacht hätte, um einfach abzusteigen. Aber ja, da bin ich schön hingefallen. Es sieht auf jeden Fall nicht sehr nice aus und was jetzt auch noch schön weg ist, ist halt das Wasser, was ich dafür... Nice, dass du es mir auf meine schönen Schuhe schüttest. Oder ich habe einfach gerade aus Versehen einen Flieger auf meinem Schuh zerdrückt. Wir haben 4,25 € für Düsen bezahlt. Einfach nur, dass wir 6 Düsen haben, die... Nur wegen den 2 dünnen. Ja, wir brauchen nur die dünnen, nicht diese scheiß dicken. Das hier hat 9 € gekostet und das sind 200 ml. Aber der Rest sind alle, also dreimal 400 ml und hat jeweils 8,50 € gekostet. Ja, also günstiger als wir eigentlich erwartet hatten. Also war es doch ein schöner Tag und es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Ja. 3 days later. Adrian, was ist gerade passiert? Mir ist mein fucking Handy in die Terrasse gefallen. Da seht ihr es. Findest du mich gerade ernsthaft lustig? Wer wird gewinnen? Ich werde gewinnen. Ich. Nein. Ich habe schon 3. Adrian ist frustriert, weil ich schneller war mit dem Handschraubenzieher als er mit dem Ratschen. Und ich 3 habe. Und jetzt lasse ich dir noch die 2. Jetzt die Frage aller Fragen, kommen wir dran? Ich befürchte nein. Leute, ich glaube Johanna hat es mit ihrem riesenlangen Arm. Ey. Oh mein Gott, Johanna hat. Ey, sag Dank. Vielen Dank. Ach, ein verpasster Anruf von Johanna. Nie wieder passiert mir das. Darauf erstmal ein Schuhplattler. Adrian, es geht so. Spaß. Ach.